Selma Bergmann. Die Tschechinnen haben von Anfang an viel Druck gemacht. Sie sind in der 5. Minute in Führung gegangen. Was hat euch Mühe gemacht, die Partie zu finden? Ja, wir haben sicher am Anfang des Spiels ein bisschen Mühe gehabt, mit hinten rauszukommen. Es ist aber im Verlauf des Spiels besser geworden, sicher im zweiten Drittel, wo wir das dann besser machen konnten als vorher. Ja, wir haben sicher auch ein bisschen zu wenig Geduld gehabt zum Teil und halt nicht die einfachen Pässe gesucht und nicht echt mal einfach die tiefe Ecke bekommen. Und gleich habt ihr die ganze Partie immer geschafft, wieder den Rückstand aufzuholen. Wie ist euch das gelungen? Ja, das zeigt sicher, dass sich das Team von Rückständen nicht aus dem Konzept lassen bringen und dass wir Moral haben. Und das ist mega cool, wenn man weiss, dass das Team das kann und ja, dass wir immer noch uns glauben. Morgen ist jetzt das letzte Spiel gegen Tschechien. Was nehmt ihr euch jetzt für morgen noch vor? Ja, das Ziel für morgen ist sicher ganz klar, dass wir nochmal einen Sieg mitnehmen können. Wir wollen hier von Schaffhausen sicher nicht weg mit nur einem Sieg. Von dem her geben wir morgen nochmal alles. Was müsst ihr denn noch besser machen als heute? Ja, wir müssen sicher schauen, dass wir unsere Chancen konsequenter auswerten. Hinten nicht so viel zuhören und auch mehr mit Körper spielen. Merci vielmals. Serena Fizzi, gestern hat er Mühe gehabt mit den Auslösungen. Ist jetzt euch das heute besser gelungen? Ja, wir haben sicher in den Trainings nochmal gut angeschaut, dass wir es heute nochmal besser machen können. Und dass es uns besser gelungen ist, wie man gesehen hat. Kurz vor Schluss hast du noch den Ausgleich geschossen, sodass er das Penalty-Schiessen entscheiden musste. Was hat euch der Aldo Casanova, der Trainer, im Timeout gesagt? Ja, sicher, dass wir daran glauben, wie man gesehen hat, dass der Goal noch zustande gekommen ist. Er hat sicher gesagt, wir sollen daran glauben. Und ja, das haben wir gemacht und darum ja, haben wir das gut geschossen. Wie ist es dir gelungen, das Goal zu schiessen? Ja, in der Mitte stehen und einfach hoffen, dass das geht und dass der Pass genau kommt. Und das ist gegangen.